Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm ich immer fort, zu ihm ich immer fort. Ich musst auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht, da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht, und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruh, hier findest du deine Ruh. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen. Du fändest Ruhe dort, du fändest Ruhe dort. Ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht, wenn ihr jetzt euch beschwert, jetzt singt er auch noch. Aber dieses fünfte Gedicht, dieser fünfte Text von Wilhelm Müller aus der Winterreise, der Lindenbaum, der ist ja nun so bekannt, und den kann man ja jetzt nicht einfach irgendwie nur sprechen. Gut, wie der Herr Fischer-Dieskau kann ich es natürlich nicht, aber der ist ja auch ausgebildeter Sänger. Aber sei mir verziehen, denn ich habe ja heute unseren Udo Jürgens Auftritt in Ortrand, in diesem Mini-Ort in Brandenburg an der Grenze zu Sachsen im Kulturbahnhof in Ortrand. Und da muss ich ja auch viel singen. Und da war das jetzt ein wenig eine Art von Einsingen. Und das war natürlich wie immer für euch alle die Nummer 588. Genau so ist es. Und heute ist Freitag. Vielleicht für euch ein freier Tag, für mich nicht ganz. Ein Freitag, Freitag der 26. November 2021. Ich wünsche euch noch einen schönen solchen. Singt auch ein wenig, singen ist Therapie. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Macht's gut.